ich habe so viele Meinungen bekommen, sei es bei PG, sei es bei Aito, sei es bei KDS, sei es bei Bachelorette, wo ich positive und negative Meinungen bekommen habe. Und wenn ich mir das jetzt alles zu Herzen nehmen würde, dann wäre ich am Arsch. Was waren denn die positiven Meinungen bei PG? Aber ich sage euch ganz ehrlich, selbst ich, als ich das gesehen habe, dachte mir so, ey, diese arme Sau, Alter. Ja. Aber Michelle und ich sind ja immer noch so ein Herz und eine Seele. Aber guck mal bitte, wie schön. Ich finde, das sagt schon so viel aus, irgendwie auch über ihn. Gar nicht so traurig, weil Asena und ich haben ja gesagt, egal was da jetzt auf dem Bildschirm erscheint, es ändert zwischen uns nichts. Da kann man aber dann auch mal sehen, wie viel geistig weiter die beiden sind. Keine Ahnung, wie ein Mann, ein erwachsener Mann, eine Frau will, die wohl sich so in der Art und Weise artikuliert und sich zu, also benimmt. Aber die zwei, die haben sie, glaub, verdient. Ich glaube auch. Please hold for a very important message. Guten Morgen, hallo liebe Schnuffelhasen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Saniel, dein Lieblingsroster mit Herz und es ist sehr, sehr früh bei uns in Hamburg. Es ist 6:10 Uhr, liebe Leute. Und ja, ich muss heute los. Ich muss sagen, diese Morgen sind für mich immer ganz schwierig, weil meine Bahn nach Düsseldorf fährt um 10:30 Uhr. So, ist ja eigentlich voll easy. Ja, ich könnte dann jetzt normalerweise bis 9:45 Uhr zu Hause chillen oder 9:50 Uhr dann zum Hauptbahnhof fahren und gut ist. In meinem Leben aber nicht. Ich muss jetzt halt irgendwann nochmal Gassi gehen. Da muss ich die Hunde zur Viola fahren. Die wohnen 40 Minuten außerhalb von Hamburg. Also von mir dahin sind 40 Minuten, da fahren wir raus von Hamburg. Dann fahren wir wieder rein, um zum Hauptbahnhof zu kommen. Da ist meistens Stau. Deswegen, ich weiß mal gar nicht so richtig, wann ich da jetzt hin soll. Also ich glaube, die Hunde sollten vielleicht um 8 bei ihr sein. Nee, um 9? Um 9? Es ist wirklich verrückt. Verrückt, weil man, es ist immer so eine Blackbox, ne? Und dann schlafe ich die halbe Nacht nicht, weil ich mir so denke, okay, du wolltest jetzt noch ein Video drehen, dann musst du noch deine Tasche packen, dann musst du das, dann musst du das. So, und ich gehe arbeiten. Und zwar drehe ich mit Dr. Rick und Dr. Nick ein bisschen was, weil bei denen wird es eine neue Show geben auf Join. Und ja, da werden wir uns heute mal so ein bisschen unterhalten. Und dann brauche ich alles. Everything I have. Dieses Equipment und so. Und dann muss ich auch noch gucken, was ziehe ich an. Und dann packe ich die Hundetasche, vergesse ich da irgendwas. Und ja, so aufregend das auch alles ist, ne? So sehr finde ich das auch immer wieder anstrengend, muss ich sagen. So, jetzt muss ich euch was erzählen. Und zwar war ich gestern auf den Geburtstag eingeladen. Und ich habe mich wieder dabei erwischt, wie ich einfach 2 Stunden zu spät gekommen bin. 2 Stunden. Ich habe so eine ganz andere Stimmung dann auf einmal wieder gehabt. Ich war ganz kurz davor, wieder Zigaretten zu kaufen. Ich habe die ganze Woche nicht geraucht. Und einfach, weil ich da so auf den Geburtstag gehen sollte, wo ich ein paar Leute nicht kannte, hatte ich so eine, ja, so eine andere Stimmung auf einmal. Das ist so krass, wo ich so dachte, währenddessen dachte ich mir, es ist gerade wirklich, wirklich nervig, ne? Aber dann wiederum habe ich mir gesagt, ja gut, du gehst da hin. Ich habe es auch dem Geburtstagskind gesagt, warum ich 2 Stunden zu spät war. Ich schiebe das dann nämlich so vor mir hin, ne? Und kann ich auch mal 3 Stunden zu spät kommen oder so. Und habe ich ihr das auch gesagt und so. Und letztens konnte ein Freund von mir nicht zu meinem Geburtstag kommen. Der stand gestriegelt, fertig gemacht, mit Blumen, mit Geschenk da. Und dann war er voller Schweißflecken. Man hatte so Angst vor dieser Situation des Geburtstags, dass er mir am Ende geschrieben hat. Er hat mir auch die Wahrheit gesagt, was ich sehr, sehr toll finde. Aber dann dachte ich so, okay, gut, also ohne ihn jetzt schlecht zu reden, aber hey, du gehst hin. Ne? Du brauchst jetzt ja immer 2 Stunden länger, weil du irgendwie Schiss hast vor was auch immer. Ich hatte am Ende dort voll die tollen Gespräche. Also wirklich, richtig, richtig klasse Gespräche. Ich habe mich dort sehr, sehr wohl gefühlt. Aber ja, was willst du machen? Kannst du keinem erzählen, ne? Naja, doch. Mache ich eben. Mache ich eben. Ich erzähle das dann. Und ja, somit haben wir das so besprochen, was mir so gestern passiert ist.
kennst ihr das? Wahrscheinlich, ne? Ja, ich war gestern, ich sag das jetzt einfach mal so, ich war gestern sehr, sehr, also ich habe heute Morgen noch mal ein paar Kommentare beantwortet. Ich bin sehr, sehr angetan von der Anzahl an Zwölfen. Crazy, da bin ich sogar sehr, sehr, sehr angetan. Das freut mich riesig. Ne? Genau, und jetzt gucken wir uns den Kommentar des Tages an. Sag mal so, ne, ich kann mich gar nicht für einen entscheiden. Also ihr sprecht ganz, ganz viel über Lukas. Und ich habe natürlich schon gesehen, dass in der heutigen Recap Lukas der Start ist. Ne? Aber es ist wirklich, egal wo ich anfange, ich hätte für diese Staffel eine explizite Triggerwarnung bezüglich seelischen Missbrauchs, Gaslighting und Narzissmus gebraucht. Mir geht's gar nicht gut. Ich bin froh, dass du immer alles, was manipulativ ist, erkennst und korrekt benennst. Mich triggert Lukas bis ins Rückenmark. Bin froh, dass er mit dieser Staffel nicht seine Ziele erreicht hat, sondern nur noch mehr zum Vorschein kam, wie gefährlich er ist. Oder Lukas ist komplett lost, mehr fällt mir dazu nicht ein. Dieser Mensch löst in mir die schlimmsten Aggressionen aus und ich bete, dass er sich Hilfe sucht. Lukas triggert mich bis in die letzten Faser meines Körpers. Keine echten Emotionen, saugt andere aus, blendet, lügt, manipuliert, gaslightet, Täter-Opfer-Umkehr, leere Blicke, berechnend, unempathisch, egoistisch und selbstsüchtig, braucht extrem viel Bestätigung und Aufmerksamkeit von außen, benutzt Frauen, um seine Leere zu füllen, inszeniert sich als Opfer, wenn er zu Recht kritisiert wird. Oh, es sind einfach tausend Sachen, also wirklich. Lukas geht in eine Fernsehshow, in der jeder Schritt gefilmt wird. Auch Lukas beschwert sich, dass in der Fernsehshow jeder Schritt gefilmt wird. Kannst du dir nicht ausdenken? Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich glaube, man kann das nur ertragen, wenn man sich vor Augen hält, dass Narzissmus eine Persönlichkeitsstörung ist. Lukas kann einem nur leid tun. Er leidet ja selber, aber ohne Psychotherapie wird er es nie schaffen. Aber welcher Narzisst geht zur Therapie, wenn das Krankheitsbild ist, sich nicht reflektieren zu können? Ja, es ist wirklich traurig. Also es ist wirklich, wirklich ein Trauerspiel. Also nicht vergessen, abonniert diesen Kanal, werdet ein Schnuffelhase, lasst uns hier alle in der Community wissen, wie es euch gerade geht, in Form von Hasen-Emojis. Ein Hasen-Emoji ist nicht so gut, drei Hasen-Emojis ist okay, ich komme so langsam rein, ja, und fünf ist wuh, richtig gut, okay? Ich liebe diese neue Funktion hier auf dem Kanal. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr eure Lieblingssequenz aus diesem YouTube-Video postet in eurer Insta-Story und mich verlinkt. And now we start. Warte mal, verstehst du, dass die anderen Exklusivität nicht gut finden? Also Leute, ich sage euch ganz, ganz ehrlich, am Anfang konnte ich in der Show noch nachvollziehen, nachdem ich das jetzt gucke, finde ich es maximal lächerlich. Vor allem, weil der ganze Kram von primär Tara und Laura kommt, die sich aufregen über irgendwelche Exklusivgeschichten. Aber die ersten waren, wenn ihr euch nochmal die Folgen am Anfang anschaut, die unbedingt eine Exklusivität haben wollten, daran aber einfach nur gescheitert sind. Und mittlerweile sehe ich einfach den Frust dahinter, den die hatten. Ne? Also deswegen, Exklusivität in dem Format ist schwierig, da stimme ich zu. Ich finde es aber maximal lächerlich, dass Leute sich darüber abfacken, die dieses Thema zuallererst thematisiert und angesprochen haben und dann aber die ganze Zeit rumheulen. Das ist für mich einfach totfake. Dass er solche Worte in den Mund nimmt, ne? Mit so totfake und so. Also für mich ist das Krasse an ihm ja, dass er einfach da sitzt und so tut, als wenn alles okay wäre. Das ist für mich so verstrahlt irgendwie. Und mir so denke, eigentlich könnte der voll der nette Mensch sein, ne? Und dann sitzt er da und redet über andere und sagt so, die sind voll totfake und so. Wie kannst du diese Worte in den Mund nehmen? Wie kannst du jemand anderem das vorwerfen, bei dem, was wir jetzt von dir gesehen haben? Excusez-moi. Nachhinein ist man definitiv immer schlauer. Also ich würde jetzt sehr vieles anders machen. Und zwar vor allem auf diese Gruppe Tara, Linda, Laura, Letkin und Natte überhaupt nicht mehr drauf eingehen, wenn ich im Nachhinein sehe, wie viel davon bewusste Provokation war. Ihr müsst wissen, vieles kriegt man gar nicht mit. Ich bin auch ein Mensch, der sich aus dem Drama mal sehr rausgezogen hat. Schatz, du bist das Drama. Du bist das Drama. Ich ziehe mich eigentlich eher so raus aus Dramen, genau. Und ja, ich betrüge halt meine Freundinnen, aber ich ziehe mich wirklich raus aus Dramen. Also wirklich.
Ich meine es wirklich ernst. Und wie krass da bewusst gezielt, nicht nur bei mir, auch beim Nikola oder auch beim Tim, versucht worden ist, einfach einen Keil zwischenzutreiben. Und ich, so dumm wie ich bin, auch noch darauf eingehe, weil ich denke, ey, I don't know. Wie I don't know? Warum gehst du denn darauf ein? Weil du vielleicht ganz leer bist und das, also diese Bestätigung ganz, ganz doll brauchst. Und dir eigentlich komplett egal sein kann, warum die Mädels das gemacht haben, sondern Hauptsache, es kann ja vollkommen egal sein, welche Intention sie hatten. Also, da müsste ich jetzt sagen, dass ich vielleicht Narzisst bin. I don't know, warum ich das gemacht habe, so nebenbei. I don't know. Wieso genau Jenny? Ich finde, das ist eine ganz komische Frage. Wieso genau baut man generell Emotionen zu jemandem auf? Sie ist einfach ganz klar die Frau gewesen, die da drinnen optisch für mich am interessantesten war, mit der ich mich am besten verstanden habe. Ihr seht leider sehr wenige Ausschnitte von irgendwelchen Gesprächen. Und sorry, ich musste auch einmal ganz kurz was zu sagen, dass nur weil man etwas so sieht, wie es dargestellt wird, das nicht immer unbedingt der Wahrheit entsprechen muss. Ja. Und die anderen Mädels waren, was Respekt betrifft, kein Deut besser, waren eben ausfallend, sind auch beleidigend geworden. Und es gab eine Situation zum Beispiel auch mit der Linda, wo wir ein klärendes Gespräch führen wollten. Und Jenny sich Lindas Story angehört hat, sich sogar entschuldigt hat. Und als Jenny dann erzählen wollte, in einem ruhigen Gespräch, was ihr Problem ist, ist Linda aufgestanden und gegangen. Und da soll mir mal jemand sagen, dass das nicht respektlos ist. Also, aufstehen und gehen. Wenn dir jemand eine Frikadelle ins Ohr labert, ist aber schon nochmal was anderes als ausrasten, beleidigen, schreien und so, ne? Und ich glaube, das deutet so ein bisschen darauf hin, dass er und Jenny irgendwie doch zusammen sein könnten. Was wirklich das Schlimmste, die schlimmste Nachricht für mich wäre in diesem Jahr. Und er sie aber so beschützt, ne? Ja. Also tatsächlich habe ich mal Feedback von Frauen bekommen, dass sie darauf wohl stehen. Und dann habe ich mir Lismen angeeignet. Dummkopf, Alter. Ey, mal ganz kurz, ne? Wirklich, hier in der Community, die Leute im Netz, ihr beschwert euch immer über das Verhalten, was manche Leute in dem Format an den Tag legen. Aber eure Kommentare sind zum Teil so respektlos und bodenlos. Ich spreche allgemein Leuten gegenüber, nicht nur gegenüber mir, sondern auch bei anderen Menschen, wo ich mir manchmal denke, wie kann man mit dem Finger auf andere Menschen zeigen und sagen, du bist ekelhaft, du bist respektlos. Und diese Comments, also wirklich, ich verstehe nicht, wie sich das in unserer Gesellschaft so etabliert hat, dass dem Leute im Netz mit Fake-Profilen und allem drum und dran nicht mal mit ihrem Gesicht ihre Meinung vertreten können und so hart ins Gericht mit Menschen gehen, die sie nicht kennen, obwohl sie gerade während sie das tun, genau so was Schlimmes machen. Und da würde ich mir wünschen, reflektiert das mal ein bisschen. Also, das liebe ich ja. Also es gibt ja auch Leute, die machen es ohne Gesicht, ich mache es mit Gesicht, ich sage ganz klar, was ich denke. Das Ding ist so, schau mal, du gehst in ein Fernsehformat oder eben Streamingformat so und lässt die Leute teilhaben an deinem Datingleben. Du datest vor laufender Kamera, okay? Warum machst du das? Warum machst du das denn nicht unter vier Augen? So, date doch einfach, wen du willst, privat, und keiner würde sich einschalten. Nein, aber ihr involviert eine Masse an Menschen, die sich das gefälligst reinziehen soll. So, du kannst dann logischerweise erwarten, dass diese Menschen fühlen. Sie sehen, sie fühlen, es triggert Dinge in ihnen, weil sie Dinge vielleicht erlebt haben. Jetzt bist du aber nicht nur am Daten, in einem Fernsehformat, sondern du tust anderen Personen in Fernsehformaten psychische Gewalt an. So. Und nun hast du ganz viele Leute da draußen, die so etwas vielleicht auch schon erlebt haben. Die sind Überlebende von Narzissten zum Beispiel und wissen, wie schlimm das für sie war. Und dieses Trauma wird geweckt, weil du stehst dafür, weil du tust das gerade einer Person an im Fernsehen. Und dann geht es mit den Leuten durch. Und dann gibt es da eine Kommentar-Section und sie schreiben dir, Junge, du bist krank. Verstehst du? Ist das dann in dem Moment nett für dich? Nein. Aber ist das irgendwo logisch? Ja. Weil du stellst dich zur Schau und du lebst davon, dass Menschen
dich beim Daten zusehen und das Ganze mitfühlen, miterleben. Und das ist dann so dieser logische Kreis. Du müsstest ja nicht in der Öffentlichkeit daten und schon gar nicht mit psychischer Gewalt, weil es gibt ja auch irgendwie Paare, die lernen sich kennen. Da ist vieles irgendwie für die Allgemeinheit sehr schön und die shippen die dann und schreiben nette Sachen. Weißt du, was ich meine? Aber yo, wenn du so unterwegs bist wie du, dass du da regelmäßig, dass dein Repertoire ist, lügen, gaslighten, manipulieren, ja gut. Dass dann die Kommentare nicht so schön werden, ist klar, aber keiner zwingt dich in der Öffentlichkeit zu sein. Weißt du? Oh, egal. Warte mal, was stand da? Ich glaube, du bist nicht in der Position, über andere den Kopf zu schütteln. Guck mal, das ist das Ding. Das ist das Ding, was er nicht versteht, ne? Und das ist, glaube ich, diese Wahrnehmungsstörung bei ihm. Dieses, dass er diese Realität eben nicht verarbeiten kann, seine eigene. Er kann sich nicht reflektieren. Und deswegen setzt er sich dahin und macht so ein Reel. Das ist der Wahnsinn. Aber gut, die Leute schreiben es ihm ja. Ich glaube, du bist nicht in der Position, über andere den Kopf zu schütteln. Das bringt es einmal vollkommen auf den Punkt. Point. Punkt. Oder dann schreibt jemand, ich schüttel den Kopf darüber, dass du den Unterschied zwischen das mit einem S und das mit zwei Z nicht kennst. So Leute, wir haben uns wieder versammelt, um ein paar coole alte Fragen zu beantworten. Ich halte mich jetzt mal kurz, ein paar Fragen gehen wir einmal durch. Fangen wir mit der hier oben an. Coole, spannende Frage, habe ich mir bei Aito vorgenommen, meine große Liebe zu finden. Ich sage euch ganz offen und ehrlich, nein, ich kam zu dem Zeitpunkt noch relativ frisch aus einer Beziehung. Bin jetzt eigentlich nicht der, der sich direkt in die nächste stürzt. Ja, du bist halt eher so einer, der dann so, während er in einer Beziehung ist, schon nebenbei so andere Sachen macht mit anderen Frauen. Ich weiß, was du meinst. Wir waren ja dabei, weißt du, was ich meine? Wir haben viel davon mitbekommen. Aber auch jemand bin, der sagt, ich entscheide Sachen sehr situativ. Also, wenn es passiert, dann passiert es. Genau. So. Wenn das passiert, da wo du auch in Berlin warst, ne, während du mit Chiara zusammen warst, wenn das passiert, dann passiert es. Ich mach's so situativ. Und wenn ich gefragt werde nach der Wahrheit, dann entscheide ich auch situativ. Sag ich jetzt die Wahrheit oder sag ich eher nicht so den Wahrheit? Aber ich bin jetzt nicht mit der Entscheidung dahingegangen oder mit dem Gefühl, dass ich denke, oh, bei Aito lerne ich bestimmt die Liebe meines Lebens kennen. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, das Format zieht meiner Meinung nach auch ehrlicherweise nicht ganz genau darauf ab, auch wenn es natürlich passieren kann, überall. Aber primär bin ich dorthin, Action, Spaß. Ich fand den Punkt, mit psychologisch Perfect Match zu finden, auch sehr interessant und wollte irgendwo wissen, was dahinter steckt. Ja, so psychologisch ist schon mal ein gutes Stichwort, würde ich sagen. Da kannst du ja vielleicht dich noch ein bisschen weiter mit dem Begriff auseinandersetzen. Ich glaube, am wichtigsten ist bei dieser Frage, dass die Frauen vor Ort entscheiden müssen, ob etwas unangenehm ist oder nicht. Frage ist, warum bist du so unangenehm Frauen gegenüber? Und er ist so, ja, also die Frauen müssen erstmal selber entscheiden, was unangenehm ist für sie oder nicht. Genau. Also so sagen, ja gut, wenn die das mit sich machen lassen, haben die ja selber Schuld, ne? Richtig gut. Wieder alles so von sich abgewendet. Ja, also ganz ehrlich, wenn die sich scheiße behandeln lassen möchte und gaslighten möchte, lassen möchte, dann ist das auch ihre Entscheidung. Also scheinbar magst du das. Genau. Ich habe kein bisschen das Gefühl bekommen und auch bisher noch nicht einmal die Äußerung gehört, dass ich irgendeiner Frau gegenüber unangenehm oder mich unangemessen verhalten habe. Nee. Achso, dann hat er Folge, was war das jetzt, Folge 14 oder? 14 hat er nicht geguckt, ne? Wo Jenny vom Glauben abfällt, wo man das iPad holt, wo man ihm quasi so sagt, so guck mal, Schatz, ne, du lügst und so. Hast du gar nicht mitbekommen. Okay. Ja. Also bei manchen, kommt das nicht an, ne? Okay. Leute, Real Talk. Da rein, da raus. Alles, was, glaube ich, zählt, ist, dass man sich selber in den Spiegel gucken kann und sich so, wie man ist, liebt. Und dass Familie und Freunde, also vielleicht noch der Kreis von den Menschen, wo dir die Meinung wichtig ist, man sich den zu Herzen nimmt. Aber sobald du in die Öffentlichkeit trittst, kommst du später oder früher gar nicht darum hinweg, dass manche Leute dich nicht feiern für das, was du machst. Ja, das ist halt fatal, weil er will sich das gar nicht reinziehen, was viele Menschen über ihn sagen. Das hat er auch schon bei Prominent getrennt nicht gemacht. Die Frage ist halt nur, was hast du für Freunde? Also wenn deine Freunde jetzt Folge 14 gesehen haben von Aito, ne?
was sagen die dann? Das verstehe ich nicht. Oder wenn die sich prominent getrennt angucken, was sagen deine Freunde? Das verstehe ich nicht so genau. Excuse me? Sagen die nicht, sag mal, Lukas, bei aller Liebe, ne? Du bist mir zwar ein wohlgesonnener Freund, aber such du mal bitte ganz dringend Hilfe? Das sagen die nicht, oder was? Das müssten die aber mal sagen. Die müssten halt so sagen, Junge, das macht man nicht. Lügen ist eh blöd. Weißt du? Kann man noch vorsichtig seinen Freunden sagen, oder nicht? Das wäre doch wichtig. So. Und das ist so dieses Unreflektierte. Das ist genau wie wenn der Alex und die Vanessa sagen, Hate im Netz. Nee, das ist nicht Hate im Netz. Mm-mm. Ich habe so viele Meinungen bekommen, sei es bei PG, sei es bei Aito, sei es bei KDS, sei es bei Bachelorette, wo ich positive und negative Meinungen bekommen habe. Und wenn ich mir das jetzt alles zu Herzen nehmen würde, dann wäre ich am Arsch. Was waren denn die positiven Meinungen bei PG? Welche verstrahlte Person hat da irgendwas Positives rausgefunden? Ich fand's klasse, wie lange du die für doof verkaufen wolltest. Ey, ich hab gestoppt und dann hast du ja richtig viele Runden ausgehalten. Oder toll, wie du sie danach noch fertig gemacht hast, obwohl du gar nicht in der Position warst. Wie du wieder diese Täter-Opfer-Umkehr hinbekommen hast. Mega, mega Switch. Hast du richtig elegant hingelegt oder was haben die gesagt? Sollte man sich nicht zu Herzen nehmen. Ich persönlich tue es nicht. Das solltest du. Du solltest dir das mal zu Herzen nehmen. Das könnte vielleicht irgendwas bezwecken in deinem Leben. Okay, dann starten wir mal natürlich mit der meistgestellten Frage. Ist Thema Linda. Gibt's eigentlich gar nicht viel zu sagen, weil das ganz gut ausgestrahlt wurde. Aber für euer Verständnis einfach mal. Also, warum das überhaupt so eskaliert ist. Linda war zu dem Zeitpunkt schon eine von meinen Favoritinnen. Und ich bei ihr auch. So, deswegen hat sie es ja vielleicht getroffen, dass ich sie gewählt habe. Und was mich so getroffen hat an dieser ganzen Sache ist, ich hatte erst 1-2 Tage vorher mit ihr ein richtig ausführliches Gespräch über meine Temptation-Zeit, was mich dazu gebracht hat, so eine Scheiße überhaupt zu machen, dass ich mich irgendwo nicht selbst wiedererkannt habe, dass ich danach durch die Hölle gegangen bin, dass ich zum Psychologen gegangen bin, weil ich so in ein Loch gefallen bin. Sie wusste das alles, weil ich ihr alles erzählt habe. Was ich daran nur sehr funny finde, ist, ich habe ihn ja getroffen, nachdem das war bei Temptation, und er schien ja gar nicht einsichtig zu sein. Also, da war er ja voll so, nee, das ist nicht passiert, war da ja gar nicht einsichtig so richtig. Okay. Also da muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich bin mit dem Schnitt zufrieden schon mal gar nicht. Ich würde sogar schon so weit gehen, dass es mich ein bisschen abfuckt. Nicht im Sinne von, dass die Folgen langweilig sind oder so. Auch nicht im Sinne von, dass ich irgendwie falsch dargestellt werde. Gar nicht. Stimmt alles, soweit alles super. Aber einfach die Zusammenhänge. Also ich weiß nicht. Ich habe 2 richtig gute Beispiele für euch. Ich ziehe ein. Voll viele Frauen fucken sich über mich ab. Am meisten Laura Blond. Ein Tag später ist Spiel. Ich gehe aufs Date, weil ich einer von den 2 Typen bin, bei dem die meisten Frauen waren. Und ich nehme aufs Date die mit, die sich am meisten über mich abgefuckt hat. So, was da zwischendrin passiert ist, zeigen die gar nicht. So, da ist ja bestimmt das ein oder andere interessante Gespräch mal dabei gewesen. Oder jetzt diese Sache mit Asena, dass ich mit ihr im Pool bin und die anderen so sagen, ey, das ist voll süß, ich sehe die voll und so. Das kommt ja auch nicht von nichts. Da war zwischendrin so viel, zeigen die auch nicht. Also ich weiß nicht, was der Sender sich da irgendwie vorstellt oder, also ich meine, ich habe es ja auch nicht in der Hand, ändern kann ich es eh nicht. Irgendeine Vision haben die ja, wie die das im Endeffekt alles verpacken wollen. Ja, nur wie gesagt, also wie ich dargestellt werde und so, passt alles so, aber ich finde, die lassen halt einfach viel zu viel weg. Also es macht für euch als Zuschauer gar keinen Sinn. So, wie gesagt, diese Laura-Sache, wie ich mit ihr aufs Date bin, gar keinen Sinn. Die fuckt sich übertrieben auf mich ab. Am nächsten Tag gehe ich mit ihr aufs Date und beim Date sagt sie so, ey, wir verstehen uns voll gut und so. Hä, Digga, ja, okay. Oder diese Asena-Sache, dass andere sogar sagen, ich sehe die voll und so. Ja, Digga, das ist ja nicht, weil wir gerade im Pool rummachen und du siehst das auf einmal deswegen, sondern da war ja so viel dazwischen, so. Das kam ja nicht von nix. Ja, Schatz, mir ist das eh aufgefallen. Ich habe gestern schon so mir so gedacht, ey, der Mark Robin, den siehst du da immer wieder im Pool rummachen, was ja eigentlich schön ist. Dann bummst der, aber da ist nicht genug Drama. Guck mal, ihr seid da 20 Leute, ne? Und
es können nicht alle gezeigt werden. Laura Blond hat scheinbar einfach in diesen ganzen Folgen bis Folge 12 oder so mega viel scheinbar auch richtig gemacht, weil sie wurde ja mega viel gezeigt. So, da sind andere Sachen einfach, ja, wichtiger. Du müsstest eigentlich deine Asena psychisch richtig fertig machen. Sie gaslighten, sie anlügen, sie manipulieren. Ich schwöre, dann hättest du es in diese Sendezeit geschafft. Aber wenn du da so Patienten hast wie Lukas, Jenny, ja, irgendwo auch Tara, Khan und so, geht man halt ein bisschen unter. Weißt du, die sind einfach so, ja, okay, scheiß drauf. Wir blenden den jetzt ein, wie er auf dem Date ist. Scheiß drauf, was dazwischen passiert. Das ist anderes wichtiger. You know what I mean? Du musst halt einfach, ja. Aber es ist ein gutes Zeichen eigentlich für dich und deine Psyche, dass du eigentlich schon auf einem guten Weg bist, weißt du? Also ich kann euch eins garantieren, Leute. Dass ich in jedem Format immer 100% real bin. Ich würde mich niemals verstellen. Ich würde nie irgendwie was faken. Oder irgendwie für irgendeine Situation gezielt rauskitzeln oder so. Ich gehe da rein und ich fühle mich, wie die Situation einfach ist. Und demnach handle ich. Sprich, wenn ich glücklich bin, dann lache ich. So, und wenn ich traurig bin, dann heule ich halt auch. Dann ist es halt so. Wenn irgendwie was anderes ist, dann ist halt was anderes. Also ich gehe da wirklich rein und mache einfach mein Ding. Und wie es kommt, kommt es. Und es kann halt jedes Mal alles kommen. Ich muss auch sagen, dass ich in das Fall glaube. Also ich finde, dass der Mark Robin sich halt wirklich echt gemacht hat und dass der wirklich sehr authentisch rüberkommt und gar nicht so, als wenn er da irgendwas inszenieren würde. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Mark Robin zum Beispiel so gut wie keine Hate-Kommentare gerade bekommt. Und da ist halt so vielleicht auch so ein Wake-up-Call an Lukas. Guck mal, nicht jeder bekommt so eine Scheiß-Kommentare. Verstehst du? Als Mark Robin Scheiße gebaut hat, hat ganz Deutschland ihn gehasst. Aber heute finden ihn, glaube ich, viele ziemlich cool, weil er sich einfach entwickelt hat. You know what I mean? Und wenn du in der Öffentlichkeit bist, bedeutet das nicht automatisch, dass halb Deutschland zu dir sagt, Digga, du bist ein Narzisst. Weißt du? Das passiert nicht einfach so. Ja, wie gesagt, also das Thema habe ich ja eben schon ein bisschen angeschnitten. Ich kann es mir ums Verrecken nicht vorstellen, was die Produktion sich da dacht bei diesem Schnitt einfach. Weil es ja schon wichtige Dinge sind. Dann zeig's halt gar nicht, denke ich mir so. Weißt du, wie ich meine? Aber zeig doch nicht erst so den einen Punkt und dann so einen kompletten anderen Punkt. Aber was dazwischen passiert ist, macht ja gar keinen Sinn. So, ich war vor Ort dabei und jetzt, wo ich das sehe, selbst ich check das nicht, Alter. Wie sollt ihr das checken? Jetzt mal ehrlich. Sonst frag doch mal, ob du so ein Praktikum machen kannst bei RTL. Dann kannst du so im Cutten so Feedback geben und sagen, ich hätte es gern so bitte und da so. Ich denke mal, du meinst hier diese Heulszene. Ja, Michelle hat mir geschrieben, sie hatte auch Tränen in den Augen. Ich war ja auch jetzt das Wochenende an einem Abend mit denen unterwegs, also mit ihr und ihrem Freund. Auch Lukas meinte so, ey, er fand diese Szene übertrieben traurig. Aber ich sage euch ganz ehrlich, selbst ich, als ich das gesehen habe, dachte mir so, ey, diese arme Sau, Alter. Ja. Aber Michelle und ich sind ja immer noch so ein Herz und eine Seele. Also, wenn ich traurig bin, geht's ihr da auch nicht gut. Und umgekehrt genauso, wenn die jetzt traurig wäre, wird es mir da auch nicht gut gehen, das anzugucken. Aber guck mal bitte, wie schön. Ich finde, das sagt schon so viel aus irgendwie auch über ihn. Er hat sie betrogen damals. Das war damals alles sehr, sehr scheiße. Aber die beiden sind jetzt miteinander gut. Er kennt ihren neuen Freund. Sie hat sich neu verliebt. So, ich finde, das sagt so viel auch über Mike Robin aus. Also jetzt mal ganz im Ernst. Wie schön, oder? Ich habe so viele Antworten hier drin mit Maus Robin, Mausi Robin. Du bist ja wirklich eine Maus. Also Leute, ich glaube, das ist jetzt so das nächste Ding, was mich verfolgen wird. Erst war dieses Fremdgehen und irgendwie jetzt bin ich Mausi Robin. Ja, aber Mausi ist doch tausendmal besser, oder? Mit Maus Robin kannst du auch besser umgehen, oder? Süße Maus einfach, Maus Robin. Finde ich auch ein bisschen blöd, dass das nicht gezeigt wurde, also als Jenny verkauft hat. Ich hätte ja auch verkauft, sieht man ja ganz offen. Habe ich mich noch hingestellt und habe mich nochmal für sie quasi vor der ganzen Gruppe gerade gemacht und habe gesagt, dass ich das komplett verstehen kann. Anastasia hat sie auch voll korrekt aufgenommen und ich habe mich da wirklich richtig gerade für Jenny gemacht und selbst ich hatte dann Diskussionen mit den anderen Kandidaten. Also man sieht, was man da sieht, diesen
Stress, den es da gibt, das ist ein Bruchteil von dem, was da wirklich abging. Also das war Thema am Abend, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und selbst ich mich dann für das Gerademachen für Jenny hatte Stress mit dem einen oder anderen. Unter anderem auch mit Asena, weil sie sagt, sie ist ja ein bisschen abgeturnt. Das wurde nur in einer ganz anderen Szene gezeigt. Aber da, wo sie sagt, ja, sie hat ein bisschen Upturn auf mich wegen Showmaker und so, das war nicht mal wegen dieser Sache mit Linda, so wie es eigentlich gezeigt wird. Das war wegen dem Verkaufen. Aber wie krass, ne? Die nehmen einfach eine Aussage von einer Person und reißen die völlig aus dem Kontext. Ich finde, das müsste verboten werden, bin ich euch ganz ehrlich. Weil ich finde, das ist so die Manipulation einer Situation. So, guck mal, sie war sauer wegen einer ganz anderen Sache, wegen des Verkaufens. Und dann packen die das einfach so dahin, dass man denkt, okay, hier geht's darum, dass er was mit Linda hatte. Das ist doch gar nicht das, was passiert ist. Das hat doch dann auch nichts mit Reality zu tun. So, ich finde, das müsste gesetzlich verboten werden, dass Sender das machen dürfen. Dinge aus dem Kontext reißen. Ja, das ist auch so ein Ding. Also das tut jetzt hier in meiner Fragerunde eigentlich gar nichts zur Sache. Aber ich stell's mal klar, Asena zuliebe, die wurde von irgendeinem komischen Vieh hier gestochen. Ne? Also die ist hier so richtig auseinander. Also die war richtig angeschwollen hier. Man hat auch gar nicht gesehen, woher das kommt. Und dann irgendwann kam mal ein Arzt und der hat ihr dann auch wirklich noch so diesen Stachel rausgezogen. Denn dann haben wir alle gar nicht gesehen. So irgend so ein kleines Mikro-Ding, irgendwas hat die da gestochen und das ist so angeschwollen. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Habt ihr mitbekommen, dass Asena im Gesicht verändert war? Es kommt ganz drauf an, welche Laura man vor sich hat. So, es gibt die Stress-Laura, so wie sie auch die ganze Zeit ausgestrahlt wird. So, ne? Aber es gibt auch eine liebevolle und korrekte Laura. Und das, also ich hatte einen super Bezug zu ihr. Sieht man halt auch nicht. Aber Laura und ich hatten eine voll die Bromance nach unserem Date. Wir haben direkt gemerkt, okay, bei uns geht nichts so. Aber wir mochten uns wirklich sehr. Also Laura war auch eine von meinen Bezugspersonen in der Villa jetzt. Wie dumm, Alter. Und also ich liebe Laura, wirklich. Ich habe mich super mit ihr verstanden. Ich hatte gar keinen Stress mit ihr, null, wirklich. Ich bin so oft zu ihr, habe einfach ein bisschen mit ihr gequatscht, Meinung ausgetauscht, Rat geholt. Deswegen, ich kann gar kein schlechtes Wort über Laura verlieren, ganz im Gegenteil. Ja, ich glaube halt, Laura will einfach ganz doll polarisieren. Ich glaube auch, sie will ein bisschen Kim-like, ne? So da den Erfolg irgendwie absahen. Ich weiß aber nicht, ob sie es schaffen wird. Also, bin ich euch ehrlich. Aber viele sagen ja, dass sie sie cool finden. Und ich glaube, sie ist persönlich auch einfach eine Liebe. Sie ist einfach eine liebe Maus. So. Aber sie will halt einfach dieses Mean Girl verkörpern und dadurch dann irgendwie den Ruhm bekommen. Habe ich ja eben schon mal gesagt, dieses, wo sie sagt, sie hat so einen kleinen Upturn auf mich. Das war gar nicht wegen dieser Linda-Sache, so wie es gezeigt wird. Sondern das war, weil ich ja auch verkauft hatte. Hat die halt ein bisschen gestört so. Und zu dieser Sache zum Beispiel, stell dir mal vor, du bist das Perfect Match für Mark Robin. Das ist eigentlich voll der Insider. Guck mal, ich probiere es ganz schnell zu erklären. Dana ist ja nach uns eingezogen. 4-5 Tage, glaube ich. Wir waren alle schon in der Villa. Da war schon voll der Spoiler in ganz Instagram von diesen Trash-Seiten. Der ist drin, der ist drin, der ist drin. Also ne, das wurde alles schon bekannt gegeben und geleakt irgendwie. Und Dana hat das ja noch gesehen, weil sie ja noch ihr Handy hatte. Und als sie eingezogen ist, ich kannte ja Dana privat schon, frage ich sie ja, und was steht bei mir so drunter? Und dann hat sie gemeint, da schreiben Leute, überleg mal, du bist das Perfect Match von Mark Robin. So, und das fand ich witzig. Die Leute haben das sogar auf Hate gemeint. Ich fand das witzig. Und Asena und ich haben dann immer so einen Spaß drüber gemacht. Man hat ja in den letzten zwei Folgen auch im Abspann schon gesehen, wie Asena sagen wird, jetzt in den aktuellen Folgen, überleg mal, du bist das Perfect Match für Mark Robin. Aber man hat im Abspann nicht gesehen, zu wem sie das sagt. Ich bin sogar fest davon ausgegangen, dass ich da neben ihr sitze und nicht Alex, weil wir haben diesen Spaß so oft gemacht. Wir fanden das beides so witzig. Und deswegen, ja, was soll ich da machen? Das kann ich ja jetzt auch nicht krumm nehmen, weil wir den Spaß ja zusammen gemacht haben. Das ist halt so ein Insider. Das ist auch so sympathisch, ne? Dass er, komm her, Schatz, willst du auch mit mir reacten auf die Recap? Hm? Mausi. Und du kommst immer wieder, die schlafen nämlich noch und die kommen aber immer wieder, also Doni, und guckt, was hier so abgeht. Richtig süß. Er kann halt auch voll über sich lachen, ne? Das ist das Nächste. Und das macht ihn auch sehr, sehr, sehr sympathisch. Also so, er nimmt sich selber auch auf die Schippe. Das ist mega, mega cool.
Ja, das habe ich ja in den anderen paar Fragerunden ja auch manchmal schon beantwortet. Also ich bin tatsächlich nicht zufrieden mit der Ausstrahlung. Nicht im Sinne von, ich bin nicht zufrieden, wie ich dargestellt werde, oder auch nicht im Sinne von, ich finde die Folgen scheiße, sondern nur im Sinne von, dass mir halt der Kontext so ein bisschen fehlt. So, versteht ihr, wie ich meine? So, man sieht mich auf einmal hier mit einer Laura auf dem Date, obwohl sie einen Abfuck auf mich hatte. Man sieht mich im Pool mit einer Arsena, ohne den ganzen Zusammenhang, so. Und ja, das nervt mich so ein bisschen. Aber auf der anderen Seite, eigentlich kann ich auch froh sein, weil ich glaube, ich bin der Einzige, der aktuell kontinuierlich irgendwo Sendezeit hat, ohne dass es um Drama geht. So, jetzt nehmt mal die paar Leute, also wer hat am aktuell am meisten Sendezeit? So, nehmt jetzt mal eine Handvoll Leute, da bin ich auf jeden Fall dabei. Bei allen anderen geht es immer um Stress, es muss irgendwas Krasses passiert sein, Drama, keine Ahnung. Bei mir ist es eigentlich kontinuierlich immer, ich bin auf dem Date, ich habe da was, ich hätte jetzt auch einmal Drama. Deswegen kann ich ja eigentlich auch zufrieden sein, weil meine Sendezeit, die ich habe, sich wirklich ausschließlich auf mich bezieht. Ohne, dass ich mit jemand groß Stress hatte, ohne, dass irgendwie sowas Krasses passiert ist, ohne, dass ein anderer mitgewirkt hat. Ja, aber voll gut. Das ist doch das Ziel. Also ich meine, das würden sich manche andere wünschen, ne, dass es um sie geht. Zum Beispiel Laura Blond. Da geht es ja nur darum, dass sie Leute irgendwie angreift, dass sie schlecht über jemanden redet, dass sie Leute anfeindet. Die wird ja alles geben, um, dass es auch mal um sie geht. Ne? Ist doch super. Nein. Nein, Alter, ganz im Gegenteil. So, ihr müsst euch vorstellen, es sind jeden Tag zwei Partys. Es ist mittags immer eine Motto-Party und abends ist halt so abends eine Party. So, sprich, wir sind da 3 Wochen drinne. Zumindest die Leute, die bis zum Schluss drinne sind. Heißt, in diesen 3 Wochen werden 40 Partys gemacht. So, es ist aber so, dass zu jeder Party immer nur begrenzt Alkohol reingebracht wird. Und wenn der leer ist, ist er auch leer. Dann gibt es erst bei der nächsten Party wieder. Ich würde sogar sagen, dass es zu wenig Alkohol war, dass sie beim Alkohol echt gespart haben. Aber das hat auch damit zu tun, dass sich in vorherigen Staffeln irgendwelche Amateure halt einfach so krank zugesoffen haben. Okay, warte mal, er wurde gerade unterbrochen. Die stecken da weniger Alkohol jetzt rein mittlerweile, weil sich Leute zu doll besoffen haben. Krass. Also ich habe ja auch ein bisschen Gossip, ne? Ihr wisst ja, ich bin immer mal wieder unterwegs und dann spreche ich mit Menschen, die gewisse Sachen miterlebt haben und so weiter. Ich habe auch wirklich schon Dinge gehört, ne? Die haben auch das, ich sag mal, das Licht der Öffentlichkeit noch nicht erblickt und werden sie wahrscheinlich auch nicht, weil man das so geheim hält. Aber da sind schon Sachen passiert, ne? Da ging es um Leben und Tod, ne? Weil, liebe Leute, ich würde sagen, dass in dieser Bubble auch viele ein Alkoholproblem haben. Unter anderem Alkohol und andere Geschichten, die man so nehmen kann. Und da musst du, glaube ich, als Fernsehproduktion auch echt aufpassen. Weil sonst hast du dann einen Todesfall, ehe du dich versiehst. Und ich meine, du bist in Thailand. Ja. Das ist schon echt bitter. Ja gut, aber dann musst du halt, müssen die halt so ohne Alkohol da so eine Party machen, ne? Aber gut, dadurch, dass ja alle im gleichen Boot steckt, ist es ja dann auch einfacher. Ich finde, wenn du auf eine Party gehst und du würdest als einziger nüchtern bleiben, ist es ja nochmal schwieriger, als wenn alle irgendwie im selben Boot stecken, oder? Gar nicht so traurig, weil Asien und ich haben ja gesagt, egal was da jetzt auf dem Bildschirm erscheint, es ändert zwischen uns nichts. Da kann man aber dann auch mal sehen, wie viel geistig weiter die beiden sind. Weil da sind zwei Menschen, die finden sich toll, ne? Und dann gibt's da diese Matchbox und der Psychologe und so, ne? Und scheiß doch mal drauf, was in dieser Matchbox-Entscheidung rauskommt. Also fürs Spiel, okay, schade. Wir müssen uns nochmal anstrengen. Es geht weiter. Aber für den Rest, also, weil ich muss an Lukas und an Jenny denken. Die waren voll fertig mit der Welt. Die waren so, oh mein Gott, wir sind kein Perfect Match, jetzt haben wir Angst, dass wir uns nicht mehr wollen. Das ist total verstrahlt. Das ist so total, als wenn so 12-Jährige da wären, die das so bräuchten als Segen. Leute, das, so macht man das. Entschuldigung. Sie hat sich mit ihm getroffen. Michelle mit Dr. Simpson. Also ich sag mal, so eine seriöse Beziehung wird das nicht, ne? Aber willst du das überhaupt oder willst du weiter
eine Achterbahn haben. Was in deiner Hand gemacht? Leute, mir ging es die Tage nicht so gut. Ne? Ich habe mich auch mehrmals übergeben. Und heute geht es mir auch nicht gut. Und also wir wollen euch nur teillassen haben an das, worüber wir uns jetzt teilen. Ja, weil wir euch die ganze Zeit immer alles erzählen und immer alles mit euch teilen. Da haben wir uns gedacht, dann können wir das ja auch mit euch teilen. Also mir ging es nicht gut, dann könnte es ja sein, obwohl man eigentlich aufpasst. Hast dich übergeben und so. Und genau, dass das halt sein könnte. Aber wir haben auf jeden Fall einen Test jetzt gemacht. Und da hat sie mich gerade überrascht. Ich guck drauf, nicht schwanger. Nein. Ja. Aber wir wollen euch nur auch da mitnehmen. Also ja. diese Sachen passieren hier bei uns auch, dass wir das auch mal machen und gucken. Und die Lage checken. Und die Lage checken. Die Lage checken. Also ihr werdet noch keine Social Media Tanten und Onkels. Aber wir hätten uns gefreut. Ja, schon. Ach, die haben einen Kinderwunsch. Die wollen Eltern werden jetzt. Ja. Also das Ding ist ja so. Er hat ja schon ein Kind, ne? So. Und da läuft ja auch nicht so prickelnd, ne? Solltet ihr nicht vielleicht ein bisschen warten? Ein bisschen warten noch? Oder? Ich meine, es ist ja schön, dass ihr euch so sicher seid und so. Ihr seid jetzt ein Jahr zusammen oder was? Nicht mal. Wollt ihr nicht noch ein bisschen warten? Ein bisschen mehr gucken? So 3 Jahre oder so. Mal gucken, 4 Jahre, wie das so ist. Weißt du, mit euch. Wohnt ihr schon zusammen? Wohnt ihr schon zusammen? Das wäre wichtig, dass man da auch mal guckt und so. Wie das auch ist, wenn das Verliebtsein weg ist, passt das dann immer noch? So, und dann vielleicht irgendwann noch ein Kind. Oder? Also, nachdem wir jetzt hier diverse Leute schon Stories und Statements von einer Person schicken, über die ich mich hier wirklich köstlich amüsiere, die wo ich mir aber auch teilweise nur im Schnelldurchlauf anschaue, weil es mich überhaupt nicht interessiert, was dieser kleine Kampfzwerg über mich redet und denkt, weil mich juckt es 0,0. Mich interessiert es einfach nicht. Aber nachdem sie ja die ganze Zeit so danach schreit, dass ich ihr Aufmerksamkeit schenke, nachdem sie sich ja auch schon in der Show die ganze Zeit drüber aufgeregt hat, dass ich ja mit allem Sendezeit bekommen werde und keine Ahnung was, ja, dann bekommt sie halt jetzt auch mal ihre Aufmerksamkeit, soll sie sich dann zufrieden geben. Also here we go. Also, meine Eltern haben zu mir immer gesagt, Beleidigungen sind ein No-Go. Ein No-Go. Man kann sich anders artikulieren und ja, man kann verbal anders um sich werfen als mit Beleidigungen, ja. Sie hat mich als Ente, als B-Punkt-Punkt-Punkt, als N-Punkt-Punkt-Punkt. Sie hat mich als alles Mögliche beleidigt und das nicht nur jetzt in dieser Folge. Schon ab Folge 2 ging das ja mit ihren Beleidigungen los. Sie erzählt aber immer in ihren Stories, Beleidigungen sind ein absolutes No-Go, das geht gar nicht und solche Werte vertritt sie nicht. Wen will sie eigentlich verarschen? Will sie sich selber verarschen oder wen will sie verarschen? Das Einzige, was aus ihrem Mundwerk in ihrer Sendezeit kommt, sind Beleidigungen gegenüber anderen Kandidatinnen. Also, hä? Fehler sind menschlich, Fehler machen wir alle. Wichtig ist, dass man für seine Fehler einsteht und seine Fehler einsieht. Und sich nicht nur mit seinen Fehlern pusht. Also, ich weiß ja auch nicht. Also ich finde es sowas von niveaulos und bodenlos von ihr, wie sie sich mit ihren Beleidigungen noch pusht, mit ihren TikToks, wie sie sich da damit auch noch stark und groß fühlt. Sie beleidigt mich ja als Ente. Also ich habe ja gestern eine echt gute Story reingeladen. Da sieht man mal, wie ich in High Heels einen Ententanz aufführe. Also ich weiß, dass ich in High Heels gut laufen kann, ja. Ich habe lange Stelzen, ich kann das. Also brauchst du mir da gar nicht zu kommen. Allgemein, sie brauchen mit ihren ganzen Quark nicht kommen, das interessiert mich nicht. Das interessiert mich 0,0. Die interessiert mich ungefähr so viel, wenn China einen Sack Reis umfällt. Sag ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Es juckt mich nicht. Nada. Ja, Jessie ist so. Juckt mich nicht. Aber sie soll weiter für mich Promotion machen. Sie soll mir weiter Aufmerksamkeit schenken. Das kommt mir alles zugute. Also ich finde es super, was sie da gerade macht. Widerspricht sich ja nur mit ihren ganzen Aussagen in der Show, wo sie mir die ganze Zeit keine Sendezeit wünscht. Sie macht ja genau da weiter, wo sie in der Show aufgehört hat. Also was soll ich da dazu noch sagen? Also wirklich, die ist einfach nur lächerlich. Ich kann nicht mehr. Ich muss halt so sagen, erstmal erinnere ich mich gerade nicht, als du da mit Nicola deinen Disput hattest, ob du ihn nicht auch ganz viel beleidigt hast, weil du immer das deine Eltern haben dir beigebracht, nicht zu beleidigen.
Aber gut, at the end of the day muss ich ihr jetzt echt zustimmen und sagen, ich finde, die Jenny macht sich wirklich albern. Die macht sich wirklich albern, weil sie halt A sagt und B macht. Also aber ganz extrem. Und auch so dieses, ich habe ja Jennifer vorher nur gekannt oder Jenny von diesen Recaps oder News, ne, weil Viola mir die reingeladen hat. Und ich habe ja auch gefragt, wer ist das? Und ihr meintet so Love Island. Und was ich da so entnommen habe, ist, dass sie halt mal eine toxische Beziehung hatte und so. Und dann dachte ich mir so, okay, das Girl hat gelernt. Sie hat wahrscheinlich eine Community, die mit ihr dann zusammen auch lernt und so, ne, aus diesen Fehlern und bla. Ja, und jetzt denke ich mir so, wenn der jemand gefolgt ist, weil er mit ihr related hat, weil die Person auch eine toxische Beziehung mal hatte, das ist ja voll die Klatsche ins Gesicht, ne? Diesem Vorbild quasi jetzt dabei zuzusehen, wie sie sich in die nächste toxische Beziehung da begibt, ne? Und sich manipulieren lässt und alles. Und dann, ja, ich mach dies nicht, aber dann machst du es. Also sie hat schon echt viel beleidigt, muss man wirklich sagen. Und ich habe aber schon das Gefühl hier, dass auf die Größe von Jenny eingegangen wird, ne? Weil du sagst, ich habe lange Stelzen und du bist ein kleiner Giftzwerg. Also na, man will sich schon so ein bisschen fertig machen dafür, dass sie so klein ist, ne? Ich will dazu auch nicht mal mehr sagen, weil wir gehen jetzt ready, wir sind fertig fürs Dinner und wir haben jetzt einen geilen Abend hier in Dubai. Auf jeden Fall fliege ich von Samstag auf Sonntag wieder zurück und dann wird wieder wesentlich mehr von mir kommen als aktuelle Dubai. Es kommt nur Dubai-Content, es tut mir auch leid, aber ich sage euch ehrlich, ich genieße diesen Urlaub in vollen Zügen. Ich habe so Spaß mit meinen Girls. Wir haben so eine coole Zeit und es zeigt mir einfach mal wieder, wie wichtig es ist, normale Freunde zu haben. Das sind einfach die ehrlichsten und die wichtigsten und da weiß ich einfach, das ist mein Safe Place. Ich liebe euch zwei. Ich liebe auch. Und da weiß ich, die stehen hinter mir, egal was für einen Scheiß ich mache, egal was passiert, da weiß ich einfach, auf die kann ich mich verlassen. Und deswegen genieße ich jetzt diesen Urlaub noch in vollen Zügen und bin einfach dankbar dafür, dass ich solche Freunde in meinem Leben habe und so eine gute Zeit hier habe. Das finde ich immer ein gutes Zeichen, wenn Menschen aus der Öffentlichkeit ihre Freunde noch haben. So, muss ich ganz ehrlich so sagen. Also oftmals ist es ja so, dass dann, ja, was ich, Leute waren beim Bachelor und auf einmal hängen die nur noch rum mit Menschen vom Bachelor. Und dann sind das auf einmal deren Freunde. Und du so denkst, ja, okay. Aber wer warst du vorher? Hast du noch Freunde? Also so Freunde aus deinem Leben? So war, das ist so ein bisschen wie so eine Neuidentifizierung mit dem. So, bisher. Ich finde es immer ein gutes Zeichen, wenn jemand irgendwie nochmal einen Freundeskreis hat. So. Von früher oder so, ne? So, kurze Storytime zu den neuen Are You The One Folgen. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Jede Woche schreit irgend so ein anderer von dem Cast so laut in den Wald rein. Aber das getroffene Chihuahua-Lein, der wo gerade so laut in den Wald reinruft, das ist wirklich brutal, welche Opferrolle er sich gerade stellt, weil jeder, wo vor Ort dabei war, weiß, was er da drin gemacht hat und wie er sich gegeben hat, wirklich. Er ist so peinlich, richtig peinlich, als Mann sich in so eine Rolle reinzusetzen. Steh einfach drüber und hör auf irgendeinen Zug mit aufzuspringen und eine eigene Meinung dir mal zu machen, wirklich. Er ist so peinlich, er schnappt Kommentare auf, was irgendwelche Leute kommentieren und darauf geht er ein und brüstet sich da damit. Peinlich in meinen Augen, wirklich peinlich. Vor allem, er schleimt sich bei mir die ganze Zeit ein. Peinlich. Wer ist das? Über wen redet sie da? Wer ist das? Schreibt sie bitte in die Kommentare, wer hat sich da so lustig über sie gemacht? Das ist jetzt nicht ganz fresh, diese Aussagen von ihr. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht, 2-3 Wochen. Aber wer war das? Wer war das? Ich muss mal eins loswerden. Also diese Story mit Nicola, Tara und Linda mit dieser Pool-Situation. Ich konnte es mir einfach nicht verdrücken. Ich sag's euch ehrlich. Ich habe das bei Tara mitbekommen, musste ja eher auf die Pipi-Box, weil ich mich ja umziehen wollte.
ich konnte es mir echt nicht mehr verkneifen, weil, also wie er da versucht hat, Laura um den Finger zu wickeln, und ich dachte mir so, ich war ja mit Laura und mit Tara zu dem Zeitpunkt gut. Da dachte ich mir, es hat schon gereicht, dass du mich verarscht hast. Es muss jetzt nicht sein, dass nur zwei weitere verarscht, weil ich wusste, dass es Tara ja sowieso schon ein bisschen nahegegangen ist mit Nico. Aber wie ihr den Fehler wieder nur bei mir gesucht habt, ich sage euch ehrlich, ich finde es so witzig. Ich finde es einfach so witzig. Es ist wirklich pure Unterhaltung. Also für euch als Zuschauer, das schaut man sich doch gern an, oder? Ich finde, sie wirkt hier auch ganz anders. Also hier denke ich mir auch so, okay, sie hat ihren Job erledigt, jetzt guckt sie darauf und es war eher so professionell. Vielleicht haben sie und Laura halt einfach wirklich so eine Rolle da gespielt, ne? Glaube ich immer mehr und mehr. Weil jetzt gerade finde ich sie auch echt sympathisch, muss ich sagen. Und ja, das hat mich sehr unterhalten. Das war ja dieses, wo er mit Laura irgendwie über Exklusivität geredet hat, aber Tara auf ihn im Pool gewartet hat, auf Nicola, und sie das dann irgendwie so aufgedeckt hat. Klar, das lieben wir. Und dann war Nicola so, dass er halt den Fehler bei ihr gesucht hat, dass sie stichelt. No, Schatzi, das war nicht das Problem. Das Problem war, dass du auch an der Stelle sehr unehrlich warst und zwei Frauen irgendwie gleichzeitig warm halten wolltest. Und das war nicht cool. Hello, my friends. Ich habe mich jetzt so in Schale geschmissen, weil für mich geht es jetzt dann zum Grieche, zum Essen. Und dachte mir einfach vorab, beantworte ich euch die Fragen. Ich muss sagen, ich habe daraus sehr viel gefiltert. Also ich werde nicht alles beantworten, weil ich sage euch ehrlich, ich habe einfach keinen Bock mehr, mich für gewisse Situationen irgendwie in dem Sinn zu rechtfertigen oder das irgendwie klarzustellen oder was auch immer. Leute, es ist ein Trash-Format, es ist ein Unterhaltungsformat. Ihr seht nur einen Schnitt von 90 Minuten von 24 Stunden, also chillt mal. Und dieser ganze öffentliche Hate und dann schreibt man von Fake-Accounts und keine Ahnung was, da merkt man einfach so, ist dumm und im Endeffekt ist man halt auch nicht viel besser, wenn man auf so einen Zug mit aufspringt, deswegen. Aber das bedeutet, sie bekommt schon viel Gegenwind, ne? Also die Leute sind am Hater, die sind am Hater und dann sind ja auch nicht besser, ja, mit ihren Emotionen, die sie dann nicht für sich behalten können, ja. Was soll ich sagen? Es ist, ich glaube, ich kann mich jetzt mehr mit ihr anfreunden, weil sie sagt halt einfach, ist ein Fernsehformat, ich habe da abgeliefert, ich will weiter gebucht werden, ich will mich weiter etablieren und so weiter und so fort. Ich finde es ein bisschen schade, dass man das Ganze nicht sieht, weil man sieht ja, ich und Laura zum Beispiel waren an diesem Tag schon top gestylt, wie als würden wir wissen, es passiert irgendwas. Und naja, also dass genau die drei Mädels von den Blacklists auf ein Pool-Date geschickt werden mit genau den zwei Männern, bei denen wir auf der Liste standen. Also ich meine, wir konnten uns das ja nicht aussuchen. Also wir wurden dazu ja eingeladen von der Produktion. Wisst ihr, was ich meine? Also fand ich das eigentlich ganz witzig, dass wir von der Produktion halt eben aus auf dieses Date geschickt wurden und muss ich da dazu noch irgendwas sagen? Seid mal ehrlich. Also ich meine, auf dieses ganze Love Island-Getue hat ja ganz offensichtlich keiner mehr Bock gehabt. Und irgendwie bin ich mir sowieso schon vorkommen wie bei Love Island, weil da gab es ja mehr Couples als bei Love Island in der letzten Staffel. Wisst ihr, was ich meine? Und wir waren halt immer nur bei Aito. Und wir mussten ja trotzdem unser Perfect Match finden. Ich weiß es nicht. Ich fand es halt einfach super funny. Und dann waren wir halt eben kurzzeitig jetzt noch bei Temptation Island auf einem Temptation Date, ne? Also ich bin mir wirklich kurzzeitig vorkommen wie so eine Verführerin. Ja, aber das war ja eh so ein bisschen die starke Rolle, die du und Laura Blond da eingenommen habt. Ihr wart ja wie, also es war ja wirklich, ihr wart eigentlich in dieser Staffel Verführerin. Kein Mann wollte euch erobern. Habt ihr das mal gemerkt? Ihr habt krampfhaft immer geguckt, welchen Mann könnten wir jetzt gerade mal bekommen. Kein einziger Mann wollte euch in irgendeiner Art und Weise erobern. Niemand. Da gab's nichts zu erobern. Weil ihr wart einfach so, hier, bitte, nimm mich, bitte. Ich habe mir diese Szene so oft angeguckt und ich sag euch ehrlich, ich weiß nicht mal mehr, warum man da so gestritten hat. Ich weiß es nicht.
Ich weiß nur, als ich wieder im Hintergrund gehört habe, dass dieser kleine Giftzwerg, und dann kann sie sagen, was sie will mit ihrem, das ist eine Beleidigung oder was auch immer. Die nennt mich Billige, die nennt mich B, die nennt mich N. Die soll wirklich ihre Klappe halten. Ich schwöre, ich flipp so aus, wenn ich diese Stimme höre, wirklich. Ich krieg schon wieder Puls. Man hat es auch gesehen, ich meine Pulsader rausdrücke. Ich kann sie nicht, wirklich, ich konnte sie nicht mehr ertragen. Deswegen bin ich da auch für Tara so reingesprungen und habe da auch mitgeschrieben, weil ich mir echt so gedacht habe, die denkt auch, sie kann sich alles rausnehmen und wie Lukas sie da zurückhalten musste. Also, keine Ahnung, wie ein Mann, ein erwachsener Mann, eine Frau will, die wo sich so in der Art und Weise artikuliert und sich zu, also benimmt. Aber die zwei, die haben sie, glaube ich, verdient. Ich glaube auch, das ist das ein schlaues Wort zum Montag. Die zwei, also wenn die jetzt wirklich zusammen sind, da haben sich schon passende Energien zusammengetan. Sagen wir es mal so. Ich kann euch voll verstehen, dass man sich da denkt, boah, was ist mit mir los und keine Ahnung was. Ich bin da auch nicht so happy mit dem Schnitt, muss ich ehrlich sagen. Das ist so das, was mich echt nervt ein bisschen, weil als würde ich ihm hinterher rennen. Wisst ihr, was ich meine? Das war einfach so ein abgeklärtes Spiel bei mir und Laura, um ihn einfach so ein bisschen zu ärgern, zu provozieren, wobei man ja sagen muss, Hut ab. Er stand ja wirklich mal zu einer Frau. Du stehst in der Küche mit ihm alleine und willst mit ihm in den Boom Boom Room. Und dann sagst du, dass du das gar nicht wolltest? Hä? I don't get it. Aber gut, deine Eltern sind stolz auf dich, das ist auch okay. Ich finde jetzt auch, sie hat bei Aito nichts gemacht, weswegen ihre Eltern nicht mehr stolz auf sie sein sollten. Sie hat halt einfach, sie war verbittert. Sie hat sich jedem Mann angebiedert und wollte unbedingt irgendwie was starten mit den Männern. Und ja, hat halt viel gelästert, andere irgendwie fertig gemacht, konfrontiert, sich über Dano das Maul zerrissen, sich über ja diverse andere Personen das Maul zerrissen. Aber das ist alles noch kein Todesurteil. Also, dass Eltern nicht auf dich stolz sein sollen oder sowas. So, und das mit Nicola. Also es sah schon sehr danach aus, als hättest du einfach alle deine Prinzipien quasi über Bord geworfen und hättest einfach gewollt, dass einfach irgendein Typ dich da flachlegt. Das schien dir sehr, sehr wichtig zu sein. Ich muss sagen, das war so gefühlt das erste Mal, dass ich eigentlich von Sophia auch ein bisschen hops genommen wurde. Weil bisher bin ich irgendwie echt immer voll verschont gewesen. Aber dieses Mal hat die Chefin gedacht, heute kriegt Nadja auch mal ab. Bin ich aber auch nicht böse. Sag ich ehrlich, ich war so irgendwie so da, kommt so. Ich hätte mir halt mehr Zusammenhang so im Schnitt gewünscht, so wieso ich das gemacht habe. Weil man merkt jetzt so, ich wollte ihn einfach ärgern, ich wollte ihn provozieren und bei ihm geht's halt einfach voll einfach, weil er ist ja, du sagst was zu ihm, er springt sofort drauf an, wisst ihr, was ich meine? Und ich finde das halt einfach super lustig. Ich habe ihn ja dann auch immer so voll ins Gesicht grinst und so, weil ich es einfach lustig finde, wirklich. Wisst ihr, was ich meine? Ja, auch selbst wenn ihr nicht so seid oder was auch immer, ich liebe das einfach und ich dachte mir so, kriegst halt jetzt einfach die volle Breitseite ab. Er ist halt einfach so ein extrem verpeilter Mensch. Ich glaube, er versteht dann auch vieles irgendwie nicht richtig. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja auch immer gesagt, dass er dumm ist. Aber sie sagt auf jeden Fall vorhin, ihre Eltern haben ihr beigebracht, andere Menschen nicht zu beleidigen. Also am Ende des Tages, liebe Leute, ist das alles Doppelmoral von A bis Z. Aber ich habe euch ja auch mal gesagt, ich glaube, wir sind alle irgendwo doppelmoralisch. Ne? Also wenn sie die Jenny fertig machen will, sagt sie, hey, meine Eltern haben mir beigebracht, andere nicht zu beleidigen und was soll das? Sie predigt das eine und tut das andere. Dann wiederum, ne, sagt sie selber über Nicola, er sei dumm und was weiß ich, was sie ihm noch an den Kopf geworfen hat, das sind auch alles Beleidigungen. Also, ja. Was soll ich sagen? Ich meine, ich will ja dann darauf eingehen, aber dass jetzt halt die hellste Katze auf der Torte ist, das haben wir da drin ja jetzt irgendwie alle, glaube ich, gemerkt. Trotzdem, fand ich es gut, dass er eigentlich dann so das erste Mal auf eine Frau wirklich fokussiert hat. Aber wisst ihr, was ich auch schon so cringe finde? Wie er zu Jenny so hingeht und wie so ein unschuldiger Welpe. Wisst ihr, was ich meine? So wie als wäre ich damals mit 13 halt Scheiße gebaut, bin zu meinen Eltern gegangen und habe das so ins Lächerliche versucht, halt zu offenbaren, dass ich Scheiße gebaut habe. Wisst ihr, was ich meine?
So, steh doch dein Mann, sag, was du gemacht hast. Ja, also bei Nicola ist halt so, ne? Es ist halt, ja, der ist schon sehr infantil, muss man schon sagen. Also, dass er sich da jetzt die Laura Morante geschnappt hat, ist nochmal gut für sein Image, weil man dann nochmal ein bisschen vergisst, wie faustdick er es eigentlich hinter den Ohren hat. Hat er nämlich, finde ich, das, er wurde ganz gut gecheckt da, geprüft. Und man hat schon gesehen, ja, also so reflektiert so richtig ist er nicht. Also auch nicht, wirklich nicht. Und dann kann man dann schon, ja, nochmal eine andere Seite kennenlernen, weil wir kennen es ja einfach nur von den Ausrastern, wie gesagt, von Gloria, wobei die hat sie jetzt ja auch wieder mit ihrem neuen, oh Gott. Also, was nehmen wir mit? Alle gestört. Ja, ich habe jetzt wieder eine kleine Aufgabe für euch, weil mich interessiert natürlich auch heute wieder, wer hat sich das Video bis zum Ende angeguckt? Und heute ist die Rechenaufgabe für euch 7 minus 3. Okay? Also hast du das Video bis zum Ende angeguckt? Schreib mir das Ergebnis von 7 minus 3 in die Kommentare. Ich fand es irgendwie ganz geil zu sehen, wer sich das bis zum Ende anguckt. Ja, und ansonsten ja, freue ich mich, dich morgen schon wieder zu sehen. Ich werde jetzt mir noch Fischstäbchen machen, ein bisschen was essen, packen und dann geht's los. Kisses.